warum ich wohl immer reinfalle. Alle sagen, ich habe Schuld. Aber ich bin ganz unschuldig. Was soll ich tun? Ich bin doch wirklich unschuldig. Am schlimmsten war es in den letzten Tagen. Das fing mit dem neuen Lehrer an. Er heißt Herr Gürzig und ist ein sehr sympathischer Mensch. Gleich als er in die Klasse trat, dachte ich mir, mit dem werde ich gut auskommen. Er nahm das Klassenbuch und sagte, so, jetzt wollen wir uns einmal ordentlich bekannt machen. Und damit es nicht so langweilig ist, fange ich von hinten an. Zitterbacke Alfons. Wer ist das? Das war ich. Aber ich schämte mich so, im Buch ganz hinten zu stehen und als Erster aufzustehen, dass ich sitzen blieb und nichts sagte. Es entstand eine dumme Pause. Da fehlt schon gleich der Erste. Alle grienten. Mir wurde ganz heiß und der Schweiß trat mir auf die Stirn. Aber ich traute mich einfach nicht aufzustehen. Vielleicht hätte Herr Gürzig dann gesagt, Zitterbacke, schläfst du denn? Ich genierte mich entsetzlich. Und Herr Gürzig schrieb ins Klassenbuch ein, fehlt. Peter, der Gruppenratsvorsitzende, sagte nach der Stunde, Zitterbäckchen, weshalb hast du dich denn nicht gemeldet? Du machst doch sonst nicht solche Streiche. Ich hab mich eben nicht getraut. Der nächste Tag kam und Herr Gürzig fragte, ist heute Zitterbacke Alfons da? Hier. Na? Wo warst du gestern? Ich... Na, Zitterbacke, was ist los? Ich war ja hier, Herr Gürzig. Hör mal, solche Späße gibt's in unserer Schule nicht. Der Lehrer ist dein Freund. Den kann man nicht auf den Arm nehmen. Wo ist dein Entschuldigungszettel? Ich habe keinen. Wozu soll ich denn einen haben? Also geschwänzt. Ich muss sagen, das enttäuscht mich, Zitterbacke. Nach dem Unterricht übergab er mir einen Brief an meine Mutter. Ich konnte mir schon denken, was drin stand. Zu Hause legte ich ihn schweigend auf den Tisch. Mutter las ihn und blieb ganz gebrochen auf dem Schemel sitzen. Womit habe ich das verdient? Du bist doch sonst ganz anständig, Alfons. Ich habe nicht geschwänzt. Junge, bleib bei der Wahrheit. Du bist zu weich, Alfons. Du musst versuchen, ein richtiger Mann zu sein. Manchmal bist du zu schüchtern und dann lässt du dich bestimmt anstiften. Ich glaube schon, dass du nicht von selbst geschwänzt hast. Unter welchen schlechten Einfluss bist du nur geraten? Ich habe bestimmt nicht geschwänzt. Alfons, geh lieber einkaufen. Ich mag deine Trauermiene jetzt nicht sehen. Ich sollte Tee, Butter, Brot und ein Glas Senf einholen. Im Konsum war es sehr voll. Ich lief zwischen den Leuten herum. Dauernd schoben sich welche vor mich. Als ich endlich an der richtigen Stelle war, merkte ich, dass mir eine Mark fehlte. Wie ich mich ganz erschrocken umwandte, sah ich einen Jungen, der vielleicht einen Kopf größer war als ich und der gerade eine Mark aufhob. Ich sah ihm in die Augen. Die Mark habe ich eben verloren. Ich trat zur Seite, stellte mich in eine Ecke und beobachtete den Jungen, bis er dran war. Er hatte Bonbons gekauft. Die Kassiererin bemerkte mich, weil ich immer nur herumstand. Junge, was stehst du da und hier herum? Immer in der Nähe der Bonbonschale. Kaufst nichts und schleichst dir durch den Laden. Alle sahen mich an und murmelten. Und manche sagten, ja, ja. Ich wurde ganz rot. Sie dachten doch nicht etwa, dass ich hier Bonbons klauen wollte. Da rannte ich aus dem Laden fort und versteckte mich hinter einer Litfaßsäule. Der Junge trat aus dem Laden und lutschte gemütlich einen Bonbon nach dem anderen. Ich folgte ihm heimlich. Schließlich verschwand er in einem großen Haus und schlug krachend die große Holztür zu. Ich wartete noch ein Weilchen und ging hinterher. Als ich die Tür aufmachte, prallte ich mit einem großen Mann zusammen. Es war der Hauswart. Hallo, Bürschchen. Hab ich dich endlich. Wieso? Du bist es doch, der dauernd die Tür so zuwirft, dass das ganze Haus zittert. Du, ich sage dir ein für alle Mal. Schließ die Tür, wie es sich gehört. In diesem Hause wohnen Leute, die arbeiten des Nachts und wollen am Tage schlafen. Hast du verstanden? Ja, aber... Jetzt schließe noch einmal die Tür, damit du es begreifst. Aber leise. So. Und nur noch einmal. Leise. Und noch mal. Ja, so. Ich musste die Tür leise zumachen. Noch einmal und noch einmal. Dann durfte ich gehen. Meine Mutter sagte, schon als ich in die Tür trat. Alfons, was ist denn los? Was machst du für ein Gesicht? Ich hob nur die Schulter und zeigte das Portemonnaie, in dem die Mark fehlte. Sagen konnte ich nichts. Ich werde in Zukunft also allein einkaufen gehen. Ich schwieg weiter und trottete auf die Straße. Donnerwetter, dachte ich.
Die Gruppe wollte sich am Pionierzimmer treffen. Ich rannte los. Richtig. Der Gruppennachmittag hatte begonnen. Ich stand an der Tür und hörte Stimmen. Sollte ich jetzt etwa eintreten? Ganz allein vor allen stehen und dann sagen, weshalb ich zu spät komme? Ich würde mich bestimmt verhaspeln. Und dann käme ich wieder in schlechtes Licht. Ich hielt die Hand auf der Klinke und dachte nach. Mit einem Ruck flog die Tür auf. Au! Und Peter, unser Gruppenratsvorsitzender, stand in der Tür. An der anderen Seite stand ich, rieb mir meinen Kopf und alle sahen mich an. Er hat gehorcht. Ich hab's doch gemerkt, dass an der Klinke etwas war. Das hätte ich dir nicht zugetraut, Alfons. Ich wollte doch nur... Jawohl, du warst zu feige, dir das anzuhören, was wir eben über dich gesprochen haben. Was ist bloß los mit dir? Ja, so ist es mit mir. Ist denn das gerecht? Ich bin immer unschuldig und immer falle ich rein.